Also die Zuschauer dürfen das. Auch von mir ein herzliches Willkommen, meine Damen und Herren in Deutschland. Man kann bei einer Choreografie mitmachen. Man kann hier sowas hochhalten. Dann steht entweder die englische Flagge oder auch ein, hier ist es schon vorgegeben, Danke für 2006. Die Fußball-WM im letzten Jahr in Deutschland hat im Verhältnis von deutschen und englischen Fans einiges zum Guten bewegt. Die haben sich damals so wohlgefühlt, dass sie sich heute mit einer Choreografie da drüben, wenn es denn dann auch klappt vor dem Anpfiff, dafür bedanken werden. Das sind übrigens Tüten, die man dann hochhält. Ich weiß nicht, warum es Tüten sind, ob das was mit den Hamburgern zu tun hat, die seit Montag gemütlich in den Imbissstuben des Stadions vor sich hintauen. Keine Ahnung. Schauen wir mal gemeinsam in das Theater der Träume, das die Engländer sich hier gebaut haben. Ferdinand und Richards. Mika Richards gegen Christian Panda. Engländer Sieger und die Chance für Frank Lampard. Die erste Chance im Spiel und der Ball sitzt. 9. Minute, England führt mit 1:0 durch Frank Lampard. Entscheidend das Duell Richards gegen Panda. Vielleicht sucht er ja den Kopf seines Vereinskollegen Kevin Kurani. Kopfverstärkster Mann im deutschen Team. Immerhin, 21. Minute und der erste Eckball für Deutschland. Wieder Christian Panda. Metzelder beim Kopfball. Bernd Schneider. Zu wenig Bewegung. Deshalb der Ball zu Hitzlsperger. Hat lange Jahre in Birmingham bei Aston Villa gespielt, aus der Zeit in England auf der Insel. Sehr populär. Hat hier den Spitznamen The Hammer bekommen. Wegen der unglaublichen Kraft, die in seinem linken Fuß steckt. Hitzlsperger. Über den noch am meisten läuft. Hitzlsperger. Robinson. Und Shorey vor Odonkor. Aber Ball ist noch im Spiel. Kurani und der Ausgleich. Bernd Schneider hatte die Flanke gegeben, die zum gefährlichen Torschuss wurde. Da hatte sich Robinson völlig verschätzt. Und wie aus dem Nichts ist die deutsche Mannschaft wieder da. Ausgleich 1:1. Das war ein Torwartfehler. Ein Geschenk von Paul Robinson.
Terry hat es schon resigniert, bevor Corani überhaupt am Ball war. Oh, gefährlich. Corani hatte da den Kopf dazwischen. Und Aaron Smith dürfte zuletzt dran gewesen sein. Ja. Und Ferdinand verpasst zum Glück am langen Pfosten. Beckham, Joe Cole und in der Mitte ist Owen frei. Da muss er querlegen, aber der Ball ist noch heiß. Smith, Cole und jetzt hat er ihn. Das war stark von Lehmann, ganz lange stehen geblieben. So, erstes übleres Foul im Spiel, gibt dann auch die erste gelbe Karte für Joe Cole. Panda. Philipp Lahm. Christian Panda. Christian Panda! Was für ein Debüt für Deutschland! Sensationelles Tor! Es sieht ja fast so aus, als wenn er diesen Hammer aus dem Fußgelenk schüttelt. Von Hitzelsberger bedient. Lahm. Und dann freie Fahrt für Christian Panda. Hat der einen Lauf. Spieler des Spiels beim Revierderby gegen Dortmund am vergangenen Sonnabend. Dann ist er der 14. Debütant unter Jogi Löw. Und dann schüttelt der mal eben so einen Schuss raus. Und die Chance für Michael Owen auf der anderen Seite. Jetzt kommt doch Fahrt rein hier. Klasse pariert von Lehmann. Der Ball kam von Smith. Super Parade. David Beckham. Nappesacker. Smith und die Chance für Owen. Das Tor war leer. Oh, und da war Lehmann sauer auf seine Vorderleute. Moment unkonzentriert und den muss er machen, auch wenn er dann natürlich schwer sich tut, wenn er den Ball rumzieht. Aber das war zu hektisch von Owen. Da ist keiner. Auch ohne Frings, Ballack und Klose behauptete sich die deutsche Mannschaft auch spielerisch. Der starke Bernd Schneider und Kevin Corani, trotz Alleinunterhalter, vorne immer gefährlich. Die Engländer erhöhten in der zweiten Halbzeit Tempo und Druck. Beckham mit einer durchschnittlichen Leistung und Dyer. Sean Wright Phillips gegen Arne Friedrich. Er ist der Adoptivsohn von Ian Wright, der selber 33 Mal für England spielte. Die Ecke. Und Philipp Lahm rettet auf der Linie. Die Attacke gegen Lehmann muss zurückgepfiffen werden, wird es natürlich auch. Einmal tief durchatmen. John Terry mit dem Kopfball und Philipp Lahm steht goldrichtig. Anschließend die Attacke von Micah Richards gegen Lehmann. Er wird natürlich zurückgepfiffen. Unser Beckham, weil der ein unglaubliches Gefühl im linken Fuß hat. Panda, David James.
Und das war wieder eine Ecke. Souverän sieht etwas anders aus. James hatte nach der Europameisterschaft 2004 in der WM-Qualifikation seinen Stammplatz verloren, war bis dahin Nummer 1 der Engländer. Jetzt wieder Panda. Lampard war dazwischen. Kein Abseits von Kurani. Kurani verfolgt von Richards. Terry noch dabei. Sie bleiben im Ballbesitz. Hitzitzberger. Hitzitzberger gegen Brown. Wechselt Bernd Schneider, der Kapitän, der alles gegeben hat, geht raus und für ihn kommt ein anderer Bayer-Spieler, nämlich Gonzalo Castro. Und Philipp Lahm hat zum ersten Mal in seinem Leben die Kapitänsbinde der deutschen Nationalmannschaft um, auch wenn es hoffentlich nur für wenige Sekunden sind. Nein, nicht wenige, denn da kommt noch mal richtig was drauf. 4 Nachspielminuten. Und wo er die hernimmt, der Massimo Busacca, das weiß ich beim besten Willen nicht. Das hat hier keine großen Behandlungspausen gegeben. Kann höchstens sein, dass er die Wechselarien da zusammengerechnet hat. Hilbert. Crouch. Jeder Ball auf Crouch. Nicky Shorey. Gareth Barry. Castro spielt er jetzt auf vorderster Front. In Leverkusen ist er Rechtsverteidiger oder auch mal im defensiven Mittelfeld. Gut gemacht von Panda. Abstoß Lehmann. So, die sind entspannt. Michael Ballack ist wahrscheinlich auch schon Richtung Kabine unterwegs. Die rechnen damit, so wie es aussieht, dass das hier tatsächlich von einer von vielen schon als B11 geschmähten Truppe ein prestigeträchtiger Auswärtssieg wird. Die definitiv letzten 2 Minuten laufen. Die müssen sie noch überstehen. John Terry. Gareth Barry ist viel besser als sein Vorgänger. Jetzt kommt Nicky Shorey und Lehmann dazwischen. In den ersten 60 Minuten haben so viele aus der ersten Elf von England enttäuscht. Diejenigen, die nachgerückt sind, machen ein bisschen Hoffnung, dass die Endrunde der Euro 08 doch noch drin ist. Kevin Kurani. Boah! Aber nochmal eine Ecke für Deutschland. Das muss es doch jetzt sein. Und Joachim Löw wechselt noch einmal. Patrick Helmes wird für Kevin Kurani kommen. Aber Busacca lässt erstmal weiterspielen. Helmes steht draußen, darf noch nicht rein. Und damit könnte es für den Kölner eng werden mit dem dritten Länderspieleinsatz. Denn in diesem Moment pfeift er ab. Und Deutschland gewinnt in Wembley, im neuen Wembley. Shake hands
zwischen den Regierungschefs. Kevin Kurani und Christian Panda. Zwei Schalker sorgen für den 2:1 Auswärtssieg. Zugegeben, das war ein glücklicher, denn die Engländer hatten in der zweiten Hälfte die klar besseren Chancen. Von Deutschland kam in der Offensive eigentlich gar nichts mehr. Das war eine Schlacht um das 2:1 und die hat funktioniert. So viele Schlüsselspieler waren nicht dabei. 11 Absagen insgesamt. Man hat ihnen nicht viel zugetraut. Und jetzt gehen sie mit einem 2:1 in England in die Geschichtsbücher ein. Steve McLaren, der englische Teamchef, hat gesagt, es gibt keine Freundschaftsspiele zwischen England und Deutschland. Da ist viel zu viel Prestige dabei. Und insofern ist das nicht einfach nur irgendein Erfolg, sondern es ist ein Sieg, an den man sich erinnern wird, insbesondere, weil er von dieser, in Anführungsstrichen, Notelf erspielt wurde. Respekt, Chapeau. Keiner von denen hat die Reise auf die Insel bereut. Aus deutscher Sicht ein richtig schöner Fußballabend. Und den Engländern drücken wir die Daumen für die nächsten Spiele gegen Israel und Russland, dass das noch was wird mit einem der ersten beiden Plätze in ihrer Qualifikationsgruppe. Und wenn man in diese Gesichter guckt, dann hat man das Gefühl, dass es denen vielleicht in der Kabine vor der Partie ähnlich ging wie Günter Netzer 1972, als man vor der Partie dachte, heute kriegt man 5 Stück. 5 Stück werden die nicht gedacht haben, dass sie kriegen, aber dass sie hier tatsächlich als Gewinner vom Feld gehen. Ich weiß nicht, ob sie damit wirklich gerechnet haben. Joachim Löw hat viel riskiert mit der Aufstellung. Philipp Lahm auf einer völlig ungewohnten Position gebracht. Didier in Weltklasse-Manier, denn er ist ein großartiger Fußballer, ausgefüllt hat mit Kurani nur eine Spitze gebracht und mit ihm einen Debütanten gehabt, der am Anfang nervös war, der einmal schlecht aussah und der dann mit einem sensationellen linken Hammer für den Siegtreffer sorgte. Christian Panda und sein Schuss ins Glück. Hat einmal bei einem Benefizspiel das deutsche Trikot.